es geht euch gut? Wieso ich? Los? Wir? Hallo? Wir sind's wieder. Die Celine und ich sind gerade bei Ikea. Und wir suchen jetzt ein paar Möbel aus für meine neue Wohnung. Und wir dachten, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Aber erst einmal sind wir richtig hungrig. Ja, wir werden wie immer. Wir werden jetzt erstmal was essen. Ja. Ich habe voll Bock auf ein Latte Macchiato, wenn ich ehrlich bin, mit irgendwie was Süßem. Und oh, süß ist immer gut, aber erstmal was Herzhaftes und dann was Süßes. Oh ja. Weil heute Abend gehen wir auch noch auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Und da wird ja auch noch gedreht. Genau. Also wir zeigen euch nur ein paar kleine Einblicke von unserer Tour, Möbelsuche-Tour. Und oh, ich dachte, der Typ wird zerquetscht. Ja, wie immer, Leute. Wie, ihr kennt uns ja. Ich sehe schon, das will ich haben. Oh mein Gott. Diese begehbaren Kleiderschrank. Aber dazu gleich. Selvin und ich haben schon jetzt voll die Probleme. Wir wissen nicht. Ich brauche ja noch sowas wie eine Gästecouch bei mir. Und ich habe einmal das hier. Ich habe eine süße Puppencouch. Ja, das war einmal. Das spricht noch dafür. Oder. Warte, meine Tasche, Schatz. Achso, deine Louis. Das hier, weil ich weiß nicht, ich habe immer so Angst, dass es. Das sieht für mich mehr aus wie ein Bett als wie ein Sofa. Ich finde das sehr modern und ich bin ehrlich, das ist viel bequemer als die. Das ja, ne? Schön, also weicher, viel schön. Aber das zwischen den Fenstern, da hatten wir auch genug Platz, ja. 2 Meter. Okay. Das ist genau eins. Guck mal, die haben das jetzt gerade aufgemacht. Ja. Da, ach, da schlafen die jetzt auf dem Boden, die Leute. Ja. Und hier dann nicht. Nee. Ja. Also ich finde das hier schöner, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen schöner als das andere. Ja, ne? Ja. So aufregend. Ja, das Ding ist bei mir, meine Wand, ja. Ich würde am liebsten es so wenig vollstopfen wie möglich. Aber kennt ihr das? Ich brauche mein Bett. Und ein Doppelbett ist halt bei der kleinen Soraya notwendig. Aber irgendwie... Hallo. Die Leute gucken uns an, aber egal. Auf jeden Fall, das Leute, das ist so behindert, ne? Ich will unbedingt ein Doppelbett, aber das kriegen wir auch hin mit dem Doppelbett und einer Couch. Das ist das kleinste Problem. Weil Selvin hat ja alles gemessen. Ich will unbedingt mein 1,40 Meter. Ja, Selvin hat echt im Griff. Ich will unbedingt mein 1,40 Meter Bett zu 200. Ja, hat sie sich fest vorgenommen. Aber ist das doof? Nein, es ist sehr schön. Nein, aber Schatz, Schatz, wir sind gerade im Bett. Achso, ja, scheiße, hier sind ja noch Leute. Bei uns geht's heiß her. Ja, ehrlich, ey. Ja. Aber, ach, ja. Aber ein Doppelbett und Couch schaffen wir auf jeden Fall. Natürlich schaffen wir das. Wir müssen aber jetzt mal weitergehen. Okay. Suchen. Ja, wir haben gerade ein bisschen gekuschelt und so. Oh. Soraya? Ja, hallo. Wir haben die Entdeckung des Jahres. Und die Entdeckung des Jahres. Ey, für mich ist das die Entdeckung des Jahres, weil ich das erstmal wenn du... Ein Bett, das man rausschieben kann mit 2 Matratzen. Perfekt. Also versteht ihr? Aber ich wollte eigentlich sowas kaufen, dass es so ist. Ein Doppelbett schon fertig. Das ist aber kein Doppelbett, richtig. Ja, ist 1,40 Meter zu 200. Oder ich kaufe mir sowas, was man rausziehen kann und es zu einem Doppelbett umfunktioniere. Also eine Seite für mich, eine für so. Genau, ich schwör's dir. Das ist voll geil. Also ich finde das geil. Ich auch. Aber ohne diese Kanten. Ich wollte, wenn dann alles offen so. Ja. Ich will aber dieses Bett nochmal offen ohne alles sehen. Hä? Ja, ehrlich. Aber soll ich lieber das hier nehmen? Das ist so schwer. Also ich finde das schöner, das hier. Ja, also Bett wäre auch schon fast so geklärt. Wolltest du aber, Schatz. Weiß, komplett weiß. Ja, wir können alles. Wir können sogar mit Computer umgehen. Genau. Ich brauche, bei mir ist das ja 2,85 Meter breit. Wir können ja bis 2,85 Meter in die Länge gehen. Genau. Und Breite war bis 80, ne? 85. Nee, Breite war... Nein, jetzt kann ich nicht, jetzt schicken. Nee, Breite war, glaube ich, 2 Meter. Doch, die Breite ist doch so, Tiefe so und Höhe so. Genau, die Tiefe war jetzt 85, konnte ich nehmen, ne? Bis 80. Bis 80. Genau, aber es ja, geht ja hier eben 60, ist gut. Scheiße, jetzt habe ich das weggemacht. Aber was, 60? Ja. Genau, das nehme ich. Geht nur bis 60. Perfekt. Ja, Breite war ja bis 2,85. Das ist perfekt. So, und dann kriegst du hier direkt so ein Ding rausgeschmissen. Komplett.
Und runter haben die nicht auch andere? Doch, ich glaube, das kann man die auf jeden Fall nochmal aussuchen. Wähle einen Kleiderschrank aus und passe ihn an. So, Leute, wir konnten jetzt nicht alles filmen, weil zu viel los ist bei mir und Sammy. Auf jeden Fall haben wir ausgesucht. Trennwand, mein Bett, zwei Tische, dann, was haben wir noch? Sofa haben wir auch. Sofa haben wir, genau. Oder Schlafcouch? Ja. Des Weiteren habe ich mir schon meine Koch, so diese Schrank umhängen geschränkt. Wie heißt Umhänge? Warte mal, ich bin verwirrt, ne? Ich auch. Ich habe so viel Möbel heute mir angeschaut. Ja. Diese Anhängeschränke. Anhängeschränke? Was sagt man dazu? Warte mal, ich bin echt gerade. Mir fehlt das Wort. Oh, dann kommt noch bald der Stress, wo ich Gläser, mal, Geschirr kaufen muss. Hängeschrank. 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 Oh Gott, ey, wir beide sind so durch. Des Weiteren, brauche ich noch eine Schiene, also eine Gardine. Ich werde meinen Kleiderschrank offen haben, ja, sodass ich, geil, genau, ohne geil. Türen, weil ich habe keinen Bock drauf. Ich habe gemacht, schlafen mit so einem schönen Vorhang. Ja, sodass wir auch wirklich alles drin haben, genau. Des Weiteren, ich glaube, ich werde mir erstmal nicht so ein Dings holen für mein Bad, dieses Schränkchen unter den Dingsspüle, oder? Ja, eigentlich braucht man das. Sind das die, ja, entweder die? So, ich würde auch nicht so eine Stange nehmen. Ich glaube, so ein Schiebeding ist besser, so eine Schiene zum Schieben. Ja, aber die muss man ja auch irgendwie... Das ist schön hier. Ja, finde ich auch. Das sind Stangen, Schatz. Wo sind weißt denn was, du musst mal so einen IKEA-Mitarbeiter fragen. Ich bin kein IKEA-Mitarbeiter. So, also ich liebe ja Deko. Mhm. Oh Mann, da bin ich wieder echt hier im Paradies. Ja. Oh, das Ding ist, die liefern erst alles, wenn ich das, ich muss jetzt schnell bestellen eigentlich alles, weil die liefern das erst im Januar und ich wollte eigentlich so schnell wie möglich schon in meine Wohnung bringen. Naja, meine Süßen, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon von uns und unserem IKEA-Vlog. Kurz und knapp, aber... Kurz und knackig. Ja, eben. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wir danken euch mal wieder fürs Zusehen. Wir lieben euch. Eure Soraya und Sabine. Bye, bye. Tschüss. Ach, guck mal. Ich bin jemand, wenn ich in der Badewanne liege, ich ekel mich davor. Das ist ekelhaft. Ernsthaft? Ja, es ekelt mich an. Ich kann das nicht. Aber wenn man die Sachen wirklich hat, wenn du weißt, okay, ich möchte eine Couch und ein Bett hier.